Was für eine Müllhalde. Wie sie nur aussieht, völlig unbewohnbar. Mit Erinnerungen an meine Studentenbude. Ganz klar, das ist Dekava. Das muss sein Zuhause sein. Sieht allerdings aus, als wäre er Jahre nicht mehr hier gewesen. Was wohl aus ihm wurde? Igitt, da ist ja überall Seemöwenkot drauf. Ich hoffe nur, dass der erst drauf kam, nachdem er von hier fort war. Soll ja warm halten. Nette Dosen. Die hier sieht ein bisschen aus wie meine gute Freundin, die Voodoo-Lady. Nur etwas magerer und etwas wackeliger und ein klein wenig unproportionierter als sonst. Er muss das anhand seiner Erinnerungen gemacht haben. Tagebücher. Dekavas Tagebücher. Gedichte, die ich während meiner Suche nach dem Esponja Grande verfasst habe. Wow, 36 Bände. Offensichtlich hat er sehr lange gesucht. Der Weg des Mauls. Aha. Hey, Matt, es ist ein singendes Seekuh-Spielzeug. Ah, muss wohl kaputt sein. Oh. Mann, überall diese leeren Grogflaschen. Sicherlich hat er die nur gesammelt, um sie sauber zu entsorgen. Oh, das ist ja süß. Moschus in der Dämmerung. Wie man den perfekten Partner findet. Alles, was man für die tierische Partnersuche braucht. Ich glaube, ich erfahre schon viel zu viel über diesen Dekava-Kerl. Das sieht mir nach Plänen für ein Unterwassergerät aus. Oder vielleicht Schuhe für Wallabies. Hier kann man ja nicht machen. Ja, das ist Zeug. Zeug. Kann ich auch nicht rennen auf diese Insel. Na gut, dann legen wir erstmal wieder ab. Okay, Flößchen, wo soll's jetzt hingehen? Und fahren Richtung Spoon Isle. Pass auf! Gib uns doch einfach das Artefakt, wir vergraben es und schon können wir von hier verduften. Nope, aber McGillicuddy hat es mir gegeben. Ich darf entscheiden, wo es versteckt werden soll. Tut mir leid, ich habe es jetzt. Könntest du mich wenigstens anschauen, damit wir uns einigen können? Nope. Ich wette, das ist das Seepferdchen-Artefakt, von dem der Meermensch-Anführer gesprochen hat. Ob sie mir das wohl so ohne weiteres geben? Bestimmt. Los, rücke es raus! Nope! Hey Jungs, was ist? Geht dich nichts an! Du solltest verduften, hier fängt es langsam an zu stinken! Oh ja, nun, ihr riecht aber gar nicht so... Okay, das ist jetzt peinlich, aber ihr Jungs riecht echt erstaunlich. Das ist der herzhafte Duft fein geschnittener und knusprig gebratener Kartoffelscheiben mit einem Klacks Honig und einer Prise Salz. Ach, wie sehr ich mich doch nach meiner Küche und dem Kartoffelschälen zurücksehne. Ja, ich will das auch. Worüber streitet ihr euch? Oh, Kapitän McGillicuddy hat uns befohlen, das Beschwörungsartefakt zu verstecken, das wir weit entfernt von Chabek Island gefunden haben, bis er die anderen auch hat. Aber er will mir das Artefakt nicht zurückgeben. Hey, Mund halten! Ich arbeite hier! Es tut mir ja leid, Morkel, aber McGillicuddy hat eindeutig mir die Götterstatue gegeben. Es ist meine Aufgabe und ich will sie richtig machen. Ich will es sein, der entscheidet, wo sie begraben wird. Tut mir leid, Killig. Aber wenn es dir so viel bedeutet, hättest du sie nicht einfach draußen stehen lassen sollen, als du dein Nickerchen gehalten hattest.
Und bei draußen meinst du in einer kleinen Schachtel, in Wolle eingewickelt und in meine Hose gestopft? Naja, wenn keine Piraten deine Hosen durchsuchen sollen, während du schläfst, hättest du das sagen sollen. Ich habe sie jetzt. Ich entscheide, wo sie begraben wird. Kann ich dieses Seepferdchen haben? Meinst du etwa das Seepferdchen, das Kapitän McGillicuddy uns zur Aufbewahrung gab, bis alle Artefakte gefunden sind? Aber natürlich! Warum eigentlich geben wir dir nicht einfach den Schatz und reißen uns dann die Arme aus dem Leib, damit das unser Kapitän nicht mehr erledigen muss? Zisch ab! Wisst ihr was? Es ist schon ziemlich spät heute. Bis wann wollte McGillicuddy das erledigt haben? Oh Junge, er hat recht. Mir ist es egal, wer es vergräbt. Los geht's! Komm, bleib dran! Hey, mein Floß! Oh Gott. Das war schnell. Gut und vergraben. Jetzt warten wir, bis McGillicuddy uns abholt. Hey weg. Leute, ich bin wieder da. Oh, klasse. Was macht ihr denn warum immer noch hier? Wir vertreiben uns die Zeit, bis McGillicuddy vorbeisegelt und uns abholt. Soviel ich weiß, wird in 9 von 10 Fällen der Schatz dort vergraben, wo er am ehesten gefunden werden kann. Was meinst du damit? Nun, wenn du den Ort so leicht ausgewählt hast, werden auch andere Piraten hier nach einem Schatz graben. Er hat recht. Wir müssen den Schatz zurückbringen und ein anderes Versteck für ihn finden. Gute Idee, Haken. Los, rücke es raus. Zu spät. Ich habe immer noch das Artefakt. Hey Leute, ich bin wieder... Oh, vielleicht gibt es eine gerechte Weise, auf die ihr bestimmen könnt, wer das Artefakt vergraben darf. Ja, vielleicht. Oh ja? Was schlägst du denn vor? Wie wär's mit Luft anhalten? Wer als Erster einatmet, hat verloren. Mir gefällt das prinzipiell, aber nein. Mit meinem Asthma wäre das kein fairer Wettbewerb. Dann gewinne ich kampflos. Nein, weil ich doch das Seepferdchen habe, also verlierst du kampflos. Vielleicht solltet ihr noch mal probieren, zusammenzuarbeiten. Gut. Hast du noch mehr tolle Ideen? Seht nur, wehrlose Bürger mit säckeweise Gold. Oh, wo denn? Wo? Wo? Da kann ich was in die Kiste legen. Vielleicht hin. Hey, was machst du da? Willst du unsere Schatztruhe plündern? Natürlich nicht. Es ist schwer, eine leere Schatztruhe zu plündern. Finger weg von meinem Schatz! Kein Problem. Ich verspreche sogar, dass ich deine Freundin nicht anfassen werde. Da ist doch nichts! Tut mir leid, muss wohl ein Wetterballon gewesen sein. Hey Leute! Oh? Würdet ihr bitte der Dame hinter euch sagen, dass sie ihre Bluse doch bitte zuknöpfen soll? Wo? Hey! Entschuldigung. Oh, dann habe ich das wohl verpasst. Zu schade aber auch. Es war prächtig. Es ist ein Haufen gefällter Bäume. Was er nicht sah. Das macht Spaß. Lauf
Tiere gerade sehr grausam. Und hier ist einfach nichts. Ja, musst du noch einen Platz finden, wahrscheinlich. Ja. Mal alles erkunden. Oh, diese Steuerung hier in diesem. Hä? Oh. Geh mit der Schindel schrauben, der Muschel sind fast Füße gewachsen. LeChuck! Guybrush, Gott sei Dank, du bist in Sicherheit. Elaine und ich haben uns ja schon solche Sorgen gemacht. Das kannst du vergessen, LeChuck. Du hast vielleicht meine Frau mit deinen Voodoo-Tricks getäuscht. Mir machst du aber nichts vor. Aber nein, es ist wirklich so. Dank dir bin ich ein völlig anderer Mensch, vollkommen frei von jeglichem Voodoo. Und ich komme mit guten Nachrichten, Guybrush. Ich habe eines dieser Beschwörungsartefakte gefunden. Ich brauche nur ein wenig Hilfe, um es tatsächlich zu bekommen. Was hast du vor, LeChuck? Du willst mich mit netten Worten und kleinen Gefälligkeiten in trügerischer Sicherheit wiegen und dann ermordest du mich, während ich schlafe? Ach, Junge, wenn ich dich töten wollte, würde ich dich einfach hier von diesen Klippen werfen. Warum sollte ich warten, bis du schläfst? Wie beruhigend. Jetzt vertraue ich dir völlig. Großartig. Wir lassen Vergangenheit Vergangenheit sein und arbeiten zusammen. Gratisköder, große Austern. Ich hab lecker. Für die Fische, meine ich. Ich versuche, keine Köder mehr zu essen. Hm, es sieht aus, als könnte man es öffnen. Ob da wohl etwas drinnen ist? Vergiss es. Es muss einen Trick geben, mit dem man es öffnen kann. Und der Trick ist hier... Haben wir da jetzt zwei Stäbe für? Ich könnte das den ganzen Tag machen, aber wenn LeChuck nicht bald den Schlüssel für das andere Venusmuschelschloss hat, ist es zwecklos. Schön. Schön, 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 schön. Anderer Schlüssel. Das konnte man. Na. Also, was genau versuchst du hier zu tun? Ich vermute, dass das Beschwörungsartefakt irgendwie in dieser Konstruktion eingeschlossen ist. Das muss ich doch irgendwie aktivieren lassen, damit wir rankommen. Kein Problem. Dann brauchen wir nur noch... Nein, nein, sag's mir nicht. Ich muss das ganz allein herausfinden. Wenn ich dir zeigen soll, dass ich auf deiner Seite bin, muss ich mich den Herausforderungen so stellen, wie du es tun würdest. Und nicht einfach damit drohen, dir den Kopf abzureißen, wenn es nicht nach meinem Willen geht. Na schön, ich lass dich herausfinden, wie man an das Artefakt herankommt. Aber ich werde derjenige sein, der es dann an sich nimmt. Wunderbar. Also, wie ich schon sagte, sag mir bloß nicht, wie ich das zu tun habe. Ich bin mir sicher, dass ich das selbst herausfinde. Wie lange denkst du noch? Ich bin so nah dran, ich kann's förmlich spüren. Ich bin nur nicht ganz so gut beim Lösen dieser Rätseldinger. Da war es wesentlich einfacher, andere so lange zu prügeln, bis man schließlich hatte, was man wollte. Vielleicht hast du für mich einen kleinen Tipp? Okay, gut. Versuche das mal. Was trägst du da bei dir? Hm, mal sehen. Ich habe ein paar Pfefferminz und das Ding hier. Das sieht aus wie das, das du an dieser Muschelschale benutzt hast. Nur, dass meins wohl kaputt ist. Oh, oh, ich glaube, ich hab's jetzt. Oh, oh, warte. Nein, das wird nicht klappen.